Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einem neuen Part von One Piece Pirate Warriors 2. Akainu und Blackbeard alias DG betteln um Schläge und die sollen sie auch kriegen. Als erstes kriegt die Magma-Rotznase eins aufs Maul. Oh, das wäre jetzt echt stylisch, ne, mit ihm draufhauen. Das ist aber einfach. Komm, scheiß drauf. Style! Boah, Alter. Oh, das ist so arschteuer, ey. Ein Haufen Zeugs. Slots für Fähigkeiten. Erschütterung, Himmel und Erde kann jetzt eingesetzt werden. Scheiß drauf! Dieser Charakter wurde... Ja. Keine Ahnung. Halt mich zurück. Was für ein sturer Drecksbock. Arschkackkeks. Ist uns hier, besiege Akainu und besiege alle feindlichen Truppenführer. Die da oben könnte ich eigentlich in Ruhe lassen, aber die werden sich garantiert einmischen und das kann ich nicht zulassen. Kampfvorbereitung. Jetzt müssen wir erstmal wieder Münzen springen lassen. Boah, wie war das nochmal? Ich mache einfach mal die hier. Mache einfach mal den hier. Dann machen wir mal Imchen. Imchen. Da haben wir dann sie. Da haben wir doch hier mit dem da. Ihr da, meine ich. Haut aber nicht ganz hin. Warum lässt er sich nicht betören? Das ist irgendwie gemein. Aber er lässt sich betören. Das ist auch sehr schön. Upsa. Mobby Fick können wir auch nehmen. Aber wir nehmen Josu Weilbaum. Mal hier gucken. Perona. Und ihmchen. Können wir sie hier mit jemandem kreuzen? Kreuzigen? Machen wir mal ein Wechselchen. Haben wir sonst irgendetwas? Ja, den Geist zum Beispiel noch einmal, aber ich möchte gerne etwas reinballern, was ich dann auch weiterhin mit den anderen verknüpfen kann, aber ich glaube, das bleibt mir wieder einmal verwehrt. Ich kotze im Strahl. Immer nur die Geister, Mann. Hier, dann eben er. Können wir den noch mit irgendwas kombinieren? Wahrscheinlich nicht. Da leck mich doch fett, ey. Ist das eine Kacke? Dann muss ich das jetzt anders hier kombinieren. Dann klatschen wir jetzt hier noch Obermufti und Oberschmufti rein. Aber auch ein 40. Egal, haben wir zwei für sich gegenseitig vertragende Blödköppe. Wieso das da nichts, Mann? Muss doch irgendwas geben, was ich mit beiden hier irgendwie kombinieren kann, oder nicht? Gemein. Machen wir mal Meister. Upsa. Sanji ist dann wieder voll von der Rolle, das kennen wir ja. Da ist nichts zu machen. Nö. Stuhl, lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Ich jetzt Sanji nehme.
kann ich den Eisbergmann als nächstes nehmen. Und dann mache ich hier den Eisbergmann rein. Den setze ich hier rein. Dann kommt hier wieder der Eisbergmann rein. Wobei ich dann auch schon wieder die Vermutung habe, dass Jinbei doch die bessere Wahl wäre. Ich weiß nicht warum. Upsa. Dann können wir rein theoretisch Okta reindrücken ins Gebälk. Haben wir nicht irgendwo einen Lysop? Möglichst frühzeitig, wenn ich bitten darf. Das heißt, ich mache mal wieder Meister. Und dann haben wir... Nee, den haben wir schon in Benutzung. Scheiße. Das ist aber auch doof, ne? Wenn ich jetzt den da reinhaue, mit dem Dial verkreuzige, das haut überhaupt nicht hin. Upsa. Machen wir einfach Okta rein. Mit Okta, Schmokta. Ah. Können wir nochmal Jinbei. Und dann können wir noch einmal... ein Bananenkrokodil nehmen, weil es so total sinnvoll ist. Wir haben überall 41, das reicht mir. Meine Güte, ist das eine schwere Geburt hier. Mal gucken. Fleisch für Stärke, Hochspannung war nochmal was. Schaden während des Style-Action wird beträchtlich erhöht. Das ist beträchtlich. Merke ich mir vor. Weiter. Körper des Helden. Verteidigung. Achso, ja. Schnell können es ja später werden. Das nehmen wir natürlich. Da nehmen wir noch Führung plus. Will hier irgendwas für den guten Alten? Nein, natürlich nicht. Es wäre auch zu einfach. Mundraub. Ah, das sind häufig Heilgegenstände. Nö, das möchte ich nicht benutzen müssen. So, rohe Gewalt plus werden einfacher gelähmt. Finalschlag. Weißt du was? Ich werde dann einfach mal... Das hier ist geil. Nimm ich einfach mal... den hier. Und dann nehme ich einfach mal den hier. Just for fun. Als Kumpane nehmen wir einfach mal Krokoschmoko mit, weil einfach mit dem Durchsensen hauen wir einfach, egal wie schwach der jetzt gerade ist, hauen wir ganz viele auf einmal weg. Und möge das Spektakel beginnen nach... Yeah! 8 Minuten! Woo! Ja, ja. Kaputte Schiffe und so weiter, wir kennen es ja. So, bevor wir da reinstürmen ins Getümmel. Jo, er nimmt gleich alles auseinander. Dabei möchte ich nur die Kiste aufmachen, aber egal. Auf jeden Fall, da möchte jemand aufs Maul kriegen. Bats! Und dann machen wir mal den hier. Boom, richtig durch, Alter. Oh, Berserker, ey. Alter. Machen wir mal den hier, sein Super-Special. Alter, wie geil. Ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet, was? Ist das cool. Also der haut ordentlich drauf, das merkt man. Keine halben Sachen machen. Was machen Sachen? Und wir gehen einfach mal nach da oben und prügeln denen die Grütze aus dem Schädel. Brums, Alter. Nozomi dori, kore ga aite o ishi.
Ja, Bobby! So, dann wollen wir mit Krokoschmoko weitermachen. Und mit Schmackes wollen wir jetzt mal Chopper 1 reindrücken. Zack! Und da fliegt er. Wo ist er eigentlich? Ach, da ist er. Wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Alter, der ist so brutal. Da kriegt auch nochmal... Ach, der Anführer. Und der Anführer. Ein Hoch auf den Anführer. Nicht den Busfahrer, den Anführer. Otto. Keine Gnade für Chopper. Alter, wir haben zu viel Schaden jetzt schon gekriegt. Das merke ich jetzt schon. Mann, du kleine Pestbeule. Jetzt schon die Schnauze voll, wenn ich ehrlich bin, ey. Daraus lernen wir was. Wir bleiben, wenn wir sagen, wir bleiben bei Krokodil, bleiben wir bei Krokodil. Spart uns doch ein bisschen Nerven, wenn wir ganz ehrlich sind. Finde ich jetzt doch ein bisschen nervig. Mann, jetzt kratz ab, Junge. Kleines Drecksvieh. Tut mir leid, Chopper. Es tut mir sorry. Oh, da will... Da will ein kleiner Cousin Stunk machen. Jetzt reicht's, Junge. Auf die Knie. Oder in die Luft, je nachdem, wo du hin willst. Und wenn er wieder da ist, kriegt er nochmal eins reingedrückt. Batz, 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 batz. Ich muss sagen, erstmal braucht ein bisschen zu langsam, der gute Alte. Und für euch habe ich noch mal einmal einen Krokoschmoko mitgebracht. Yay! So, einmal den hier. Insgesamt da schnell hoch. Mist, verdammt da. Otto. Hier eine Überraschung für euch. Extra als Willkommensgeschenk. Wie wir jetzt die ganze Zeit den Sound von Sir Crocodiles Sand hatten. War schon irgendwie stumm. Bam, 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 bam! Verschwindet. Ihr kleinen Bengel, ihr. Und noch einmal, weil es so schön ist. Boom, boom, boom! Alter! Alter, das ist so brutal. Also wenn er erstmal richtig draufhaut, dann aber mit Zinsen. Da ist noch ein Anführerchen, der gerne aufs... Okay, er ist jetzt down. Er hat gekriegt, was er kriegen wollte, nämlich den Tod. Trotzdem werde ich das hier nicht mal mit Gold abstauben können, weil ich zu viel einkassiert habe. Ups, einmal draufhauen. So, du möchtest Piratenkönig werden. Das wollen wir jetzt mal sehen. Cousin. Und noch einmal. Patz!
Ja, wir bringen es jetzt zu Ende. Keine Angst, Raffi. Ich hoffe, es wird dir mehr wehtun, als es aussieht. Wie ich den nicht treffe? Voll die Sauerei. Bats, Bats und weil wir es können. Und einmal den hier. Bam. Koko Schmoko, dein Einsatz ist gefragt. Räum ja mal richtig auf, Junge. Jawohl. Also habe das Gefühl, dass wir mit dem sehr schnell nachleveln können. Hallo? Machen wir mal den. Oh, da ist eine Münze. Wo kommt die denn nur her? Otto. Gesundheit und Münze eingesammelt. Das ist sehr schön. Mal den hier. Jetzt machen wir mit Whitebeard hier bei so einer Erkundungstour. Und mit Kroko werde ich dann aber offscreen alles hier nachholen. Also die Geheimmünze nachholen, meine ich natürlich, ne? Die sind aber auch nervig, Alter. Aber den haben wir jetzt erwischt und der kratzt jetzt erstmal ab. So. Gehen wir weiter nach unten. Wir haben so viele Kills, aber mit dem ganzen Stein, den wir kassiert haben, ist das alles Wayne. John Wayne Johnson. Ups, gib mir mal aus dem Weg, ihr kleinen Gehören. Esst mal mehr Möhren. So wie Sören. Davon möchte ich hören. Was weiß ich, ey. So. Wir sind nicht mal der Jüngste. Wir können nicht mal so schnell laufen. Wir müssen dahin. Wir haben vorhin eine Abzweigung verpasst. Wir müssen ja noch ein bisschen aufräumen. Das werden wir jetzt tun. Schalte Gab und Smoker aus. Ja, das mache ich doch glatt. Was? Oh, Gab. Mal kurz aus dem Weg. Ich brauche eine Mütze. Hallo? Oh, es reicht nicht. Verdammt. Ich dachte, es reicht, damit ich ein Erdbeben machen kann. Ah, ich verstehe, die heilen sich jetzt gegenseitig hoch, die Säcke. Ja, wir es schaffen, ihn umzubringen, bevor er sich immer wieder hochheilen kann. Ich habe keine Ahnung. Jetzt machen wir erstmal den hier. Wer hätte ich doch erst das Herz ausschalten sollen? Herz essen Vampire und so. Ah, jetzt sind sie vorübergehend zurück, das ist sehr gut. Huch! Einfach mal so machen, keine Ahnung. Jetzt haben wir den ganzen Sorority-Sound, das ist ja unglaublich. Das ist der Anführer übrigens erschienen, der Truppenführer. Eifriger kleiner Truppenführer, da ist erstmal fliegen lernen. Und wupp, da ist er unterwegs. Ins Himmelreich. Und kriege ich einfach sofort auf die Fresse. Was kann er eigentlich hiermit? Oh. Das war wohl zu lange. Was? Aua. Wer wagt es? Mann. Ich möchte noch was ausprobieren. Okay, ich darf nicht zu lange. Das müssen wir erstmal üben. Das ist Maximum, alles klar, wenn es aber hell aufleuchtet. Gut zu wissen. Gehen wir jetzt mal nach da unten. Da müssen wir auch noch aufräumen. Mit unserem Räumer, den wir da natürlich haben. Und für Smokey haben wir auch nochmal. Mann, Wichser! Mann, ist das ein... Uah!
Lauf mir ruhig in die Arme, Kuso. Deine Rotznase, du. Du Kiffer-Rotznase. So, den hätten wir ausgeschaltet und für euch habe ich noch eine Kleinigkeit. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Bats, alle, geht ihr jetzt fliegen? Und Garpo, du kriegst doch mal den hier ab. Wusch, wusch, wusch. Hallo, 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 hallo. Mist, verdammt. Es reicht nicht ganz. Aber es reicht, um den Alten mit dem Alten umzulümmeln. Münze haben wir erhalten, das ist sehr gut. Da haben wir noch eine Kiste. Mission abgeschlossen. Juhu. Warum? Weil wir so episch sind. Wollen wir mal dem epischen Dumpfkopf hier erstmal einen Besuch abstatten. Huch. Da wurden wir wieder unterbrochen, wie immer vom Spiel. Ui. Er wollte den Blackbeard, ich mach dich kalt, Move machen. Wie schön, dass wir unterbrochen wurden. Ah, okay, alles klar. So, warte mal, jetzt müssen wir nach unten. Dann müssen wir nach rechts. Dann gehen wir geradeaus durch. Schnauze da hinten. Sowieso egal. Den Gorilla lassen wir hier mal rumwüten, das ist mir Wurst. So voll Erdbeerkäse ist mir das. Mir entkommst du nicht. Wie als wenn du mal ein paar Kerzen auf der Geburtstagstorte anzünden würdest, anstatt hier den großen Macker zu spielen. Der du übrigens nicht bist. Und noch einmal! Noch nicht mal gelandet und schon wieder rrr. Okay, er ist gelandet. Und sofort wieder nach oben. Territorium übrigens eingenommen. Weil wir so unglaublich episch sind. Bam! Ob wir den noch mit umlümmeln können? Ich hoffe es doch mal sehr. Alter. Dass die immer so übertrieben draufhauen. Noch einmal den hier machen und... Ich sehe gar nicht, wen ich hier treffe, aber auch egal. Hör mal auf mit dem Anvisieren. Ah, den haben wir jetzt weg, okay. Und machen wir mal den hier. Das war's für Akainu. Boah, Alter! Oh. 12.000, leck mich fett, ey. Ganz wie du willst. Wir sind bei fast einer halben Stunde. Ja, Arschloch wie immer. Aber trotzdem finde ich ihn cool.
Yeah! Sofort auf Level 5, sehr gut. Bande der Freundschaft. Wobei man bei dem nicht wirklich vom Freund sprechen kann. Synergie! Überlasst die mächtigen Gegner mir. Und Krokodil Silber, Kroko Schmoko, Silver Taler. Dankeschön. Yay. Wir haben 1, 2, 3 neue Münzen. Sehr schön. Und oh, guck mal da. Bingo! Sadist plus Schaden an Gegnern in negativen Zustand wird beträchtlich erhöht. Und Gorgonenauge plus Schaden an versteinerten Gegnern wird mäßig erhöht. Sehr nice. Wieder ein bisschen Geld. Ach, du kannst jetzt als Freund mitgenommen werden. Yay. Speichern. Und laden als nächstes. Und ich würde mal sagen, wir machen einfach den nächsten Part weiter. Jetzt sind wir bei 25 Minuten. Das ist heftig. Ich habe echt getrödelt. Muss man einfach mal sagen. BI. Haben wir überhaupt schon mal ein B hier gesehen? Ich weiß nicht. Das Schlechteste war bis jetzt A. Ich schäme mich ein bisschen. Aber egal. In dem Sinne. Arrivederci, meine kleinen Makaronis. Im nächsten Part, gleich morgen, werden wir Blackbeard verprügeln. Und Kuma, damit wir ihn freischalten. Dann ist Gecko Moria dran. Dann ist Luffy-Kun dran. Und die ganze Strohhutbande nochmal. Von vorne halt nur mit anderem Aussehen. Ach, das wird toll. So, halt, wo ist es? Da ist er. Da ist er, der kleine Fettkops. In dem Sinne noch einmal Arrivederci und bis morgen. Tüdelü.